Grüße, fühlt euch ganz fest gedrückt. Und zum Frühstück gab es mal wieder ganz Kim-Style, super gesund, ein Kinderparadiso. Ja, die fand ich ja auch ganz schön in Ordnung. Und dazu noch einen Nukau-Riegel, den finde ich natürlich super lecker. Das ist ja auch meine Lieblingssorte von denen mit der hellen Schokolade. Genau, obwohl ich es ganz süß fand, dass voll viele von euch die gar nicht mögen. Ja, ist halt super Geschmackssache, weil da so kleine Nüsschen, also so Hanfnüsse noch mit drin sind, aber ich lieb's. Genau, und dann gab es noch von meiner Proteincreme, da habe ich mal wieder ein paar Löffelchen gelöffelt. Da gibt es dann auch meistens ja so ein paar mehr Löffel. Ich finde, ich meine, es ist schon eine Gabe, finde ich, so einen Teil nicht ganz aufzulöffeln. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, genau. Und dann gab es zwischendurch mal wieder einen weiteren Nu-Riegel. Das ist diesmal ein Proteinriegel gewesen davon. Und genau, dazu noch so ein paar schokolierte Cashews. Die hatte ich noch von, wow, richtig lange her. Genau. Und dann, ja, gab es aber auch schon zum Abendessen mal wieder was Gesünderes. Und zwar habe ich Scheibenkäse. Ja, ich liebe halt auch Käse einfach so zu snacken, das wisst ihr. Und einfach so Käse dazu zum Gemüse und Reis. Richtig geil. Also es ist schwarzer Reis und ja, das war sehr lecker. Es war Bergkäse übrigens. Und dann zum Nachtisch gab es dann wieder Riegel. Ja, für mich, ihr wisst, ist es einfach irgendwie ja, zu so einem Grundnahrungsmittel für mich geworden. Aber ich, ja, ich möchte es immer ändern, aber ihr wisst vielleicht selber, dass es nicht so leicht ist, was zu ändern, was man sehr, sehr gerne hat. Und ja, genau, dazu noch Backmischung, die ich ja auch immer nasche. Ja, dann zum Frühstück gab es ja, wohl mal wieder Riegel und Schokolade. Aber ich meine, die sind ja auch relativ gesund. Die sind ja nur mit Kokosblütenzucker etc. gesüßt und ja, sind einfach sehr, sehr lecker. Dann gab es einen hellen Proteinriegel, das sind diese Nu Move und dann eben noch einen Schokoladenriegel. Und dann, das war die Backmischung, die ich eben schon genascht habe. Genau, die esse ich ja auch super gerne, einfach roh. Ich meine, ich weiß, es ist mega komisch, aber ich mag das super gerne. Ja, that's so me. Ja, unterwegs habe ich mir dann mal einen Riegel aus der MHD-Abteilung geholt. Oh mein Gott, Freunde, der hat so eklig geschmeckt, wirklich. Also er war einfach schon batzenfest und den habe ich mir leider sehr runterwürgen müssen. Aber gut. Dann bin ich halt schlauer. Ich weiß gar nicht, normal kenne ich die gar nicht, also wie die ohne MHD abgelaufen schmecken würden. Naja, aber genau, dann zum Abendessen gab es wieder so ähnlich wie gestern, gab es wieder eine Runde schwarzen Reis. Dazu habe ich eine Packung von diesem Curry-Quark gemacht und dazu noch Ofengemüse. Ich liebe halt eh so, die kommen ja auch von Gemüse und Quark und das ist für mich echt so einfach so ein ganz schnelles, einfaches Essen. Zum Nachtisch gab es dann einen Wunderbar-Riegel, dann noch ein paar Schoketten, noch ein Alpro, ein veganes Schokomousse und noch ein Kinderparadiso. Diese Schokomousse auch so geil, wirklich, ich mag es richtig gerne. Und zum Frühstück gab es meine geliebte Kokoscreme mal wieder. Boah, ja, die könnte ich auch ständig essen mit Kokosraspeln. Drin ist dann noch Kokosmousse und dann noch meine Proteincreme on top, on masse. Ist echt eine richtig geile Kombi. Das Rezept habe ich ja in den Reels, wie immer. Und dann gab es als Snack zwischendurch ein bisschen Schoki. Das waren hier so kleine Schokoladenpäckchen. Ja, die fanden hier Platz, deswegen, also eigentlich würde ich sowas nicht kaufen, aber dadurch, dass es ja eh schon gerettete Lebensmittel sind, dachte ich, kann ich auch sowas in Verpackung kaufen. Und ja, genau, dann noch ein Apfel und noch eine rote Grütze dazu. Dann war ich wieder on Tour. Ich habe meine ganzen Spaziergehrunden immer abends, wo ich mir dann auch noch was zu snacken mitnehme. Dann hatte ich wieder einen von den Nu Move Proteinriegeln, wieder in der Sorte Brownie. Die mag ich auch. Anfangs mochte ich die Brownie-Sorte mehr, jetzt mache ich irgendwie die Cookie-Dough-Sorte mehr. Das ist so. Ja, irgendwie manchmal ganz komisch. Ja, genau, dann gab es wieder Ofengemüse, diesmal mit einer Veggie-Bolognese, also eine so einer Packung, das waren eigentlich zwei Portionen, wo ich mich frage, also für welchen Menschen sind das zwei Portionen? Wo sind die zwei Portionen? Naja, und dazu noch schwarzen Reis. Zum Nachtisch gestern wieder Riegel-Time und zwar habe ich mir diesmal von Nutrei einmal so Oat-Riegel gehabt. Also das sind halt wirklich so ganze Mahlzeiten, der wiegt 100 Gramm, also genau, aber der ist schon ziemlich pornös und dazu noch ein Proteinriegel. Genau, da, ja, die fand ich nicht so geil, nee, die fand ich ein bisschen langweilig. Aber die Haferflockenriegel mag ich sehr gerne. Am nächsten Tag habe ich dann mit meiner Backmischung auch endlich mal wieder gebacken. Habe ich mir so ein kleines Küchlein gebacken. Das ist, ja, ich habe einfach die Muffinmischung für einen großen Teig genommen. Das ist ja auch voll egal. Und genau. Und dann Snacktime, mal wieder Proteincreme. Und dann noch ein Nu Move Riegel. Diesmal, genau, das war die Sorte, wo ich meinte, dass ich die zur Zeit mehr mag.
aber früher die Brownie-Sorte. Keine Ahnung, wenn ihr die mal getestet habt, sagt mal Bescheid, welche ihr lieber mögt. Genau, als Snack zwischendurch. Und dann war ich auch nochmal draußen und habe diese Riegel für mich wieder neu entdeckt. Also die kannte ich eigentlich schon und die habe ich schon super oft, also schon auch öfter gehabt. Aber irgendwie habe ich vergessen, wie geil die sind. Ich finde sie richtig, richtig geil. Ich weiß, man total entsetzt darüber, dass Anne Kiss, ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen hattet, die nicht lecker fand. Das hat mich persönlich verletzt. Auch, dass sie die Hellriegel nicht lecker fand. Das, ich weiß nicht, was da, nee, kann ich nicht nachvollziehen. Naja, so, als nächsten Snack gab es dann wieder vegane Creme. Diesmal, genau, also eben die vegane Creme von denen, auch so mit so geilen Crunchy-Stückchen drinne. Da habe ich dann auch erstmal ein Weilchen gelöffelt. Und dann zum Abendessen gab es dann auch noch eine Kleinigkeit, nachdem ich ja schon ein bisschen satt dann von der Proteincreme war, gab es dann ein Ei, dann noch gebackene Bohnen und noch ein Zudeln dazu und noch Frischkäse. Zum Nachtisch dann wieder ähnlich, gab es wieder einen von diesen Haferriegeln. Diesmal hatte ich die normale Hafersorte, da hatte ich vorhin die Chocolate Chip. Und dann noch einen großen Löffel von der Proteincreme. Ja, das war wieder sehr, sehr fein. Ja, ich esse irgendwie sehr ähnliche Dinge in diesem Food Diary. Aber wenn man einmal Sachen zu Hause hat, dann bin ich halt, ich bin so ein echt so ein Aufbrauchmensch. Also ich kann nichts, ich möchte mir nicht zu viel immer holen, wenn ich Sachen noch aufbrauchen möchte. Genau. Ich weiß nicht, kennt das jemand? Jedenfalls, genau, gab es dann am nächsten Morgen mal wieder pur meine Chocolate Creme. Dann gab es noch mehr Chocolate, aber diesmal dann die Proteincreme. Genau, da seht ihr auch mal übrigens, wie geil die aussieht mit den Stückchen da drin. Wirklich, ich feiere die schon ziemlich sehr. Und diesmal habe ich sie mir auf den Teller gemacht, weil ich dachte, okay, vielleicht dosiere ich sie dann besser. Ja, dann unterwegs, oh mein Gott, ja auch noch ein Riegel, den ich für mich total entdeckt habe. Die sind super günstig auch, die gibt es immer bei Rewe. Und ja, ich finde die richtig geil, vor allem die weiße Schokolade da ist mega lecker. Ich bin immer wieder überrascht, manchmal was so billig, in Anführungszeichen, Riegel, doch so taugen. Genau, dann gab es immer noch eine Runde Schokolade und zwar eine Runde Schokolade. Ja, die Sorte fand ich ganz in Ordnung, aber mich stört so ein bisschen diese Fruchtstückchen da drin. Ich weiß nicht, ich bin da nicht so ganz der Fan von. Naja, jedenfalls gab es da dann noch ein paar Riegen von. Und zum Abendessen gab es dann wieder schwarzen Reis. Ihr merkt, ich habe eine große Liebe dazu gefunden. Aber ja, ich hatte einfach noch super viel zu Hause und ich wollte endlich mal auch so Sachen aufbrauchen. Und dann habe ich noch Lachs dazu gemacht, Tzatziki. Und mal wieder mein Standard-Ofengemüse. Ich glaube, es ist kein Food Diary bisher ohne Ofengemüse. Naja, zum Nachtisch gab es dann noch ein Magnum, und zwar ein Magnum Gold. Ja, falls ihr die noch nicht getestet habt, ihr müsst sie testen. Ohne Spaß. Ich habe selten so was Leckeres gegessen. Die sind einfach pornös mit diesem Karamell. Wirklich für alle Karamell-Lover. Zum Frühstück gab es dann am nächsten Tag mal wieder eine kleine Bowl mit Quark, dann noch mit Marmelade, mit Kokosraspeln und dann noch mit ganz viel veganer Creme. Genau, ja, also super simpel. Ich esse dann teilweise auch die Sachen immer so ein bisschen getrennt, dann mische ich sie. Also ja, so ganz weird. Und das ist, dann gab es dann noch ein bisschen Reste von der Marmelade. Da habe ich noch ein halbes Glas sozusagen Marmelade gelöffelt. Das war hier die von Zucker mit der Sorte Erdbeere. Die hatte ich mal bei Proteinprojekt mitbestellt. Hat mich interessiert, wie die schmeckt. Und schmeckt lecker. Dann on Tour habe ich mir wieder bei Rossmann einen Riegel geholt. Ich liebe ja die Riegel auch total von Rossmann. Und genau, diesmal Crunchy Vanille Karamell, obwohl ich da eigentlich alle Sorten echt ziemlich fein finde. Und genau, so das Riegel zwischendurch, kann man die sich mal holen. Back home gab es dann noch ein Eis und hier seht ihr vielleicht nochmal, wie pornös es bitte ist mit diesem Karamell. Wirklich. Und auch die Schokolade außenrum ist so geil. Ja. Dazu gab es dann noch ein bisschen Jokolade. Ja, das war ziemlich, ziemlich lecker. Zum Abendessen habe ich mir dann mal wieder was anderes gemacht und zwar Falafel. Habe ich auch nicht so oft, aber finde ich auch echt immer mal ganz lecker. Habe ich im Ofen gemacht. Ihr wisst, ich bin so faul, was Braten angeht. Und deswegen ja, habe ich die einfach geformt und in den Ofen gemacht. Und zwar hier diese Mischung. Und dazu nochmal wieder mein Ofengemüse. Genau. Das ist nämlich noch mit Erbsenprotein gewesen. Das war ganz cool. Und dann habe ich mal wieder mit meiner Muffin-Mischung gebacken. Und das Helle dazwischen drin ist diese Proteincreme nochmal. Die habe ich dann reingefüllt. Boah, das war vielleicht Porno. Und dazu noch mehr von der Creme. Ich glaube, das waren so ungefähr fast 100 Gramm von der Creme da.
well. Am nächsten Tag wieder ein Kim-Frühstück. Das ist ein Schokoladenriegel gewesen. Die Sorte mag ich auch richtig gerne. Da ist übrigens auch ein Rabattcode in der Description Box, aber das wisst ihr ja eh. Das möchte ich nicht mehr dazu sagen, weil es bringt mir eigentlich auch, also es bringt mir ja gar nichts groß, aber ich dachte, falls ihr bestellen möchtet, wisst ihr es. Genau, dann noch ein bisschen was von der Proteincreme mal wieder, oder eher gesagt, ich habe so eine halbe Schose hier. Proteincreme, ja, die snackt sich immer ganz gut weg, obwohl ich danach auch immer ein bisschen pupsen muss, aber nicht so dolle. Wow. Genau, dann unterwegs. Oh ja, die finde ich auch so gut. Also wirklich, es gibt so ein paar Riegel, die ich echt so feiere. Meistens sind die in weißer Schokolade, muss ich sagen. Und das, der gehört dazu. Vor allem hat der wie so Kinder-Country noch so gepufftes Gewimse damit rum. Also sehr, sehr lecker. Und dann gab es zum Abendessen wieder schwarzen Reis, Bohnen. Ja, die, übrigens mache ich die immer mit so Chili-Gewürzen. Und dann aber noch mit Käse überbacken. Diesmal habe ich noch Zucchini mit Feta-Käse überbacken. Und ja, das liebe ich ja auch immer sehr. Und zum Nachtisch gab es dann mal wieder Jokolade, noch ein Eis und dann auch noch ein Lion Go. Den gab es im Ciel Plus. Und der ist echt lecker. Das wusste ich gar nicht. Ich habe die auch irgendwie noch nie so vorher wahrgenommen. Aber auch sehr leckere Riegel. Kann man auf jeden Fall mal machen. Ja, also kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Ich hoffe, euch hat das Food Diary wieder gefallen. Und ja, lasst gerne einen Daumen hoch da oder abonniert mich. Dann verpasst ihr auch keine Food Diaries mehr. Und ja, lasst auch gerne irgendwie einen Kommentar oder so für den Algorithmus da. Kann nicht schaden. Nein, ich freue mich immer über eure Worte und lese alles, was ihr da schreibt. Von daher, ja, sehr gerne und wünsche euch jetzt einen ganz, ganz schönen Abend noch.